Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. İlkay Gündoğan bei seiner Einwechslung gegen Frankreich. Urheberrecht Getty Images. München. Nationalspieler İlkay Gündoğan erlebt in der Partie gegen Frankreich einen Neustart im DFB-Team und schildert seine Gedanken im Moment der Einwechslung. Der Neustart für Nationalspieler İlkay Gündoğan nach schweren Wochen im DFB-Dress ist geglückt. Als der Mittelfeldspieler gegen Frankreich 0:0 in der 66. Minute für Leon Goretzka auf den Platz kam, waren einerseits die üblichen Pfiffe von den Rängen der Allianz Arena zu hören. Gleichzeitig gab es aber auch bei der Einwechslung viel Applaus. Ich war nervös, als ich mich fertig gemacht habe, schilderte der Mittelfeldspieler seine Gedanken rund um den Moment der Einwechslung. Schiss hatte ich nicht, den brauche ich nicht haben. War klar, eine gewisse Nervosität ist da, wenn man nicht genau weiß, wie der Großteil der Reaktion ausfällt. Ich glaube, das ist menschlich. Anzeige, jetzt das Trikot des DFB-Teams kaufen. Hier geht es zum Shop. Applaus für Gündoğan nach Pfiffen. Es hat mich gefreut, dass es sehr viel Applaus gab. Ich habe auch zurück applaudiert. Ab dem Moment konnte ich mich voll auf das Spiel konzentrieren, berichtete er. Wenig später hatte Gündoğan seine erste Aktion im Spiel und wurde nur noch mit Applaus bedacht. Müller, das Thema wurde heiß gekocht. Thomas Müller forderte ein Ende der Diskussionen um den Mittelfeldspieler mit türkischen Wurzeln. Er hat ein gutes Spiel gezeigt. Das war keine Besonderheit in der Mannschaft. Wie schon im Vorfeld erwähnt, İlkay ist genauso ein Mitglied unserer Mannschaft wie jeder andere, erklärte der Bayern-Star, und das Thema wurde natürlich heiß gekocht. Es ist natürlich auch ein heißes Thema, aber ich denke, da wurde jetzt genug darüber gesagt. Und auch İlkay hat sich klar positioniert. Gündoğan hatte sich am Dienstagabend nochmals mit DFB-Präsident Reinhard Grindel zu einem Gespräch getroffen. Wir hatten einen guten Austausch, berichtete der Nationalspieler. Wir hatten auch nie Probleme untereinander. Ich bin offen für solche Gespräche und habe kein Problem damit. Deswegen war das ein ganz normales 4 bzw. 6-Augen-Gespräch, in dem wir uns ausgetauscht haben und er darauf hingewiesen hat, dass er froh ist, dass ich weitermache und nach wie vor Teil der Gruppe bin, stolz darauf, Teil der Mannschaft zu sein. Der gebürtige Gelsenkirchener betonte auch selbst am Donnerstag in München nochmals, er sei stolz darauf, Teil dieser Mannschaft zu sein. Der Profi von Manchester City hatte sich vor der WM in Russland auf einem Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gezeigt und wurde dafür scharf kritisiert. Der 27-Jährige hatte das gemeinsame Bild als Geste der Höflichkeit bezeichnet. DFB-Teamkollege Müller hatte bereits kürzlich bei Sport1 dem ehemaligen Dortmunder seiner Unterstützung zugesagt. Gerade jetzt wollen wir noch mehr das Zeichen setzen, dass wir zusammenhalten, und deswegen wollen wir uns noch bewusster vor İlkay Gündoğan stellen. Der Abend in München war ein erster Schritt zurück zur Normalität für Gündoğan. Lesen Sie auch: Deutschland macht ersten Schritt. Löw von Özil, menschlich enttäuscht, von Florian Plettenberg. Folgen @plettigol. Florian Plettenberg, Jahrgang 1988, studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kassel. Anschließend volontierte er an. Mehr von Matthias Becker. Folgen @beckmat23. Matthias Becker, Jahrgang 1980, kam 2007 zu sport1.de nach München. Nach dem Volontariat von 2009 bis 2014 Redakteur, vornehmlich. Mehr von Markus Bosch. Folgen @markus_bosch91. Markus Bosch, geboren 1991 am Fuße der Schwäbischen Alb, studierte in München Medien- und Kommunikationsmanagement. Während des St. Mehr von Jochen Stutzki. Folgen @jochenstutzki. Jochen Stutzki, Jahrgang 1980, schloss sein Studium der Diplom-Sportwissenschaften in München ab. Parallel zum Studium absolvierte. Mehr